Spürt meine Haken, ich bin der Captain des Todes. Achtung, Absturz, Absturz. Bitte Kommando, bitte melden, bitte melden. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Darksiders 2 und Asche. Ja? Hast du mir auf die Schulter gekackt? Nein. Warum fragst du? Weil mir irgendwas den Rücken runterläuft. Oh oh. Ah, du hast es also doch. Entschuldigung, ich hatte ein bisschen Chinesisch gegessen und das geht bei mir immer durch und durch. Zum Glück bist du so nützlich, du kleiner Vogel. Sonst wird es bei mir irgendwann Grillhähnchen geben. Aber ich bin doch kein Hähnchen. Das braucht hier niemand zu wissen. Ach, du bist so fies. Au, Backe. Wir haben im letzten Teil ein paar Huckhaken. Wow. Also ich kann da ganz schön lange in der Luft bleiben. Cool. Deshalb konnte ich sie nicht erwischen. Und da haben wir die Schattenbomben. Die sieht für mich aber aktiv aus. Die scheint für mich aktiv zu sein. Die war auch aktiv. Glück gehabt. Nimm den Schalter in die Hände. Wow. Na, hoffentlich gibt es hier irgendwo eine Toilette, weil wenn hier das Wasser so fließt, dann... Oh mein Gott. Wie hier das, wie die Sonne reinstrahlt. Oh mein Gott, es müsste ein Schwimmbad geben, was so aussieht. Alles klar, ich denke, hier bin ich fertig. Also heißt es, baden gehen. Lass los. Nein, ich will nicht. Los, lass los. Blub, blub. Lass dich einfach treiben. Oder spiel halt Delfin. Ab in die Freiheit, tot. Ja. Da. Wo kommen wir denn hier raus? Immer dem Wasserlauf folgen. Alles klar, hier ist Schluss. Irgendwie sieht für mich der Ort jetzt auf einmal um einiges heller aus. Ah, da mit dem Baum des Lebens. Bei Darksiders konnte man immer den Turm des Zerstörers von dem Ort aussehen. Hier ist es halt der Baum des Lebens. Wobei der nicht mehr so am Leben ist. Ich schüttel gerade den Kopf, weil ich einfach nicht glauben kann, wie schön dieses Spiel ist. Ja. Gut, jetzt ist die eine Hälfte ist aber nur gefüllt. Das heißt, wir müssen noch auf der anderen Seite was machen. Hey! Geh hoch! Na! Wo willst du denn hin? Ins Wasser! Ich dachte, du wolltest nicht ins Wasser. Ist es doch schöner, als ich dachte. Blub, blub. Zu viel Wasser! Zu viel Wasser! Blub, blub, blub. Aber wo... Was bringt uns das? Können wir da unten jetzt weiter? Moment, ich tauch mal. Ich glaube aber eher nicht. Bruder, ah, stimmt klar. Da war ich vorhin gar nicht weitergelaufen. Jetzt kann ich hier weiter. Flammenflunzer. Ich bin ja vorhin gar nicht weitergelaufen. Hätte mir auch nichts gebracht, weil ja das Wasser gar nicht ist. Ah. Alles wieder mal richtig gemacht. Außer diesen Sprung. Nein, nein. Ich glaube, ich habe einen Goldfisch verschluckt. Dann hast du schon mal gut gefrühstückt. Ja. Gut, nach oben. Da oben? Nein. Hier oben? Ja, genau, da oben. Puh. Hahi, bist du Chinese? Hey, ja.
Da. Das war mein Fehler. Der nächste Uri Geller haben wir hier, meine Damen und Herren. Er kann in der Luft stehen und die Luft zerbersten lassen. Ja. Ich bin war zu spät abgesprungen. Genau so. Alle hopp. Perfekt. Nicht zu weit. Nach oben. Perfekt. Findet Ruhe. Für das Ganze hier findet Ruhe. Gut, was habe ich denn gefunden? Mal schauen. Ein neuer Anhänger. Marquis. Oh, Gesundheit 47 plus. Gesundheit bei Exekutieren. Das heißt doch, Exekutieren, das heißt doch, wenn wir Gegner töten. Moment, da muss ich gerade hier was aus dem... Gesundheit 333. Oh. Cool. Na, hat sich ja der Aufwand hier gelohnt. Da drüben geht's weiter. Aber wie kommen wir dorthin? Moment, geh nochmal hoch, tot. Ich muss da gerade schauen. Ach, wenn wir rechts rumlaufen. Hier! Wow, er ist sogar eingetaucht. Wie so ein Hochleistungs-Turmspringer. Ah. Tod, du steckst voller Überraschungen. Das mag ich an dir. Wenn ich ehrlich sein muss, mag ich Tod ein bisschen mehr als Krieg. Ich meine, einfach vom Charakter her spricht er mich einfach mehr an. Ich weiß auch nicht. Tod, der ist einfach so wirklich der Brutalo. Einfach der Kämpfer, der einfach nur nach Rache aus ist. Und Tod ist der fürsorgliche Bruder, der aber auch handgreiflich werden kann, wenn es sein muss. Wow. Satter Sprung hier. War ich hier nicht schon mal? Sieht mal ein bisschen vertraut aus. Wie der Raum, wo ich den Helm gefunden habe. Bah. Da, die können ja genauso viel springen wie ich. Weeperstore! Moment. Moment. Grasfurie. Weeperstore. Oh, ich bin gleich wieder tot. Halt rein. Kann ich eigentlich in der Luft ausweichen? Nee, kann ich nicht. Grasfurie. Oh Mann, ich mag diese Clown. Diese Haken. Finisher. Stufe aufgestiegen, jawoll. Ein Pirsch. Verdammte Kiste. Verdammt. Ich kann die Reaper-Gestalt nutzen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ah, ich könnte. Ich glaube, ich mache die Ernte ein bisschen stärker. Jawohl. Wie mache ich die Reaper-Gestalt? Moment, ich kann die Reaper-Gestalt verwenden, aber wie? Ich muss alleine gehen. Wie kann ich die Reaper-Gestalt nehmen? Jawohl. Yeah. Reaper-Gestalt. Die unaufhaltbare Reaper-Gestalt ermöglicht es, Tod riesigen Schaden zu verursachen und auszuhalten. Töten Sie Feinde mit Reaper-Angriffen, um Reaper-Energie zu sammeln. LB und RT. Wie geil. Das hat aber auch so gut gepasst. Ein Pirsch kam und wir erstmal mit unserer Reaper-Gestalt ihm eins ihm über die Schnauze gezogen. Perfekt, ich hab'n Heiltrank. Wie ist meine Gesundheit? Ja, ist voll. Alles klar, und jetzt können wir durch. Wenn wir Gegner töten, Reaper-Energie aufsammeln, um uns wieder später wieder zu verwandeln. Ich habe ganz schön oft wieder in einem Satz gesagt. Von wo bin ich jetzt gekommen? Aus der... Okay, von dort hinten bin ich. Also geht's hier weiter. Moment, ich habe da noch was aufgesammelt, oder? Neue Stiefel. Verteidigung minus 51, Magie plus 5. Stufe 15 und ich bin Stufe 6. Braucht noch ein bisschen, bis ich die Krähenstiefel einziehen kann. Die Krähenrüstung im Ganzen.
Ja, da habe ich schon wieder eine Monsterbacke krabbeln sehen. Na komm schon, Papa. Hallo. Komm der her. Ich habe hier doch was krabbeln gesehen. Skelettschlüssel wird benötigt. Gut. Skelettschlüssel, bitte melde dich. Du bist vermisst. Hä, Moment mal. Geh nochmal nach oben. Da hinten ist einer. Wilder Streuner. Ach, die heißen Streuner? Ne. Streuner, ich nenne ja liebevoll. Ich nenne sie ja Monsterbacken, also wie der Joghurt. So klar, weil man sie auch so gut quetschen kann. Achso, hier ist zu. Ja, bin ich blöd. Wo geht's hier weiter? Bin ich überhaupt richtig? Moment, da rüber kann ich laufen. Gut. Hip. Hört. Wo bist du, du Streuner? Scheint mir ein bisschen zu ruhig zu sein. Oh, Truhe. Ah, da bist du ja. Nein. Ja, Alter, ich liebe diese Combo. Ist da noch einer? Ist hier noch einer, der mit mir spielen will? Nein. Ich bin so allein. Warum nur? Die Karte haben wir. Was haben wir hier? Der Skelettschlüssel. Sehr gut. Wunderbar. Danke. Gut, sonst noch was, was wir hier haben? Nein, hier scheint alles fertig zu sein. Der war ziemlich leicht, ziemlich gut, leicht versteckt. Nee, natürlich nicht gut versteckt, sondern leicht. Ach, da gut. Da geht's weiter. Ladadi, ladadu, ladadam. Nach oben. Gut. So. Ja. So, dann kann es auch gleich weitergehen. Ich denke, für den Kessel habe ich etwa 4 Folgen gebraucht. Ich denke, ich bin jetzt auch bald wieder dann mit der Kursfestung fertig. Die eine Hälfte ist ja schon mal gemacht. Aber dort hinten ist doch noch eine Tür. Wo führt die mich hin? Truhe im nächsten Raum. Ach nein. Reaper, stopp! Die sind so nicht leicht zu treffen. Spürt meine Haken, ich bin der Captain des Todes. Achtung, Absturz. Bitte Kommando, bitte melden. Aha. Was war das für ein Geräusch? Nix, okay. Erstmal mir die Truhe geholt. Oh, so viel Geld. Jawoll, das wird ein paar neue schöne Techniken dann freischalten. Yep. Mein Verstand sagt mir, dort oben finden wir die Truhe. Wo können wir hoch? Ah, da. Okay. Nein. Rechts tot. Jawohl, rechts. Oh. Eigentlich wollte ich hier nicht hin. War aber auch gut. Ich komme ja später in die Truhe. Okay, das ist bei einem anderen Abschnitt. Ah, da komme ich. Ich bin trotzdem zu einer Truhe gekommen. Das freut mich. Habe ich da neue Klauen gesehen? Neue Klauen? Kritischer Schaden plus 10. Schaden schnell 67. Wilde Klauen. Oh, die passen sehr. Die gefallen mir sehr gut. Oh ja. So richtiges Säbel. Da hoch. Kann ich nicht vorbei. Ich könnte locker durch die Lücke springen, aber das Spiel lässt mich halt nicht. Ja.
Und durchklitschen kann ich mich auch nicht. Von da bin ich, von da, da komme ich vielleicht hin? Okay, ich halt hier weiter. So. Was haben wir denn hier Schönes? Noch eine Truhe, jawohl. Wir hatten eine neue Rüstung. Okay, was haben wir hier gefunden? Oh, neue Handschuhe. Faustschild. Oh, sehen aus wie ein Drache. Okay, aber die sind ein bisschen schwächer. Und ich finde, die passen auch farblich sehr schön. Bleib ich erstmal bei denen. Alles gleich. Achso, hier haben wir ja die Murmel. Hm. Gut, wie komme ich jetzt an die Bomben dran? Das, meine Damen und Herren, werden wir im nächsten Teil herausfinden. Hier ist erstmal wieder Schluss bei Darksiders 2. Falls Ihnen dieser Part gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Und dann sehen wir uns bei der Fortsetzung. Verbindungsabbruch, für Hilfe klicken. Ja, mein Controller, der ist gerade wieder, da ist die Batterie leer, den muss ich sowieso dann austauschen. Also bis dann, bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr 93 Jovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.